Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert, beziehungsweise ich weiß auch nicht, was da genau los war. Mir hat's die Videodatei zerschossen. Ich habe im letzten Part nämlich hier das Geheimnis der Hügelhöhle gemacht, wo uns unsere Dreckweg 0817 geklaut wurde und wir so ein Parcours absolvieren mussten. Ich habe auch noch gemacht das Dorf der roten Münzen, wo wir 8 rote Münzen einsammeln mussten hier in Monte Bianco. Und hatte da auch noch eine blaue Münze, glaube ich, gefunden. Ja, das ist mir passiert, das ist im letzten Part passiert. Wie gesagt, mir hat's die Videodatei zerschossen, weiß auch nicht genau warum. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier bei Kapitel 5 weiter. Mutant Tyranna schlägt zurück. Tja, immer die Erzfeinde, die können es manchmal nicht lassen, ne? Die wollen immer und immer wieder nerven die rum. Und wollen sich mit uns anlegen. Aber soll ja nichts machen. Ich bin ja mit meiner Dreckweg bestens gewappnet. Muss man sagen. Hier war das übrigens mit den roten Münzen. Bei diesem Dorf. Und ja, hier war das genau. Nur damit ihr mal das seht. Okay, wo ist er denn dieses Mal? Ist er dieses Mal wieder hier oben? Oder, ja, schätzungsweise nicht, weil hier ist ja alles dreckig. Und die Turbodüse oder halt diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, können wir immer noch nicht hier benutzen. Hier wäre eine meiner Düsen versteckt. Ja, ach nee, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. So, und wo ist jetzt der andere Typ? Unser Feind? Wo muss ich da jetzt hin? Dafür? Wo ist unser Rivale? Wo ist er? Also hier ist alles dreckig. Und da ist eine blaue Münze, die ich gerne auch noch hätte. Aber ja, es scheint so, als muss ich trotzdem da hoch. Naja, da oben ist noch eine blaue Münze. Kurz unter dem Seil. Aber das, dann machen wir alles. Als allererstes möchte ich mal die blaue Münze. Und da hinten sehe ich noch eine. So, das hat mich jetzt zwar ein bisschen Energie gekostet, macht aber auch gar nichts. Für die blaue Münze war es mir das wert. Da ist noch eine, wie gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wozu wir die alle brauchen. Der eine Typ hat ja gesagt, wir sollen uns bei ihm melden dann. Der mit der, beziehungsweise, der hat gesagt, man kann die in irgendeinem Haus, wenn man genügend hat, irgendwie eintauschen oder so. Aber da müssen wir mal gucken. Was sagst du hier? Ich habe den Pflanzenmutanten gesehen. Das kann nicht nur normal gewesen sein. Ja, normal ist was anderes. Da hast du recht. Normal ist was anderes. Aber was ganz anderes. Und ich würde mal sagen, wir gehen so langsam in Richtung. Da oben ist diese Düse. Alter. Was ist denn das jetzt hier? Ich komme, Düse. Komm. Okay, ich komme nicht. Verdammt. Komme ich von hier aus hoch? Sollte möglich sein. Ja. Ja, es ist möglich. Ich weiß echt nicht, wozu ich. Wo sind die jetzt hin? Alter! Wo ist die Düse hin? Ah, ist jetzt egal. Ich glaube nicht, dass wir die zwingend jetzt brauchen werden. Also ich hoffe es zumindest mal nicht. Wir begeben uns jetzt einfach mal hier zu dem Typ, der regt sich nämlich schon wieder auf. So, was sagst du? Ich habe ihn gesehen, den Pflanzenmutanten von der Windmühle. Er ist zurück. Ja, und wo ist er hin? Ist die Frage. Soll ich jetzt wieder? Da ist eine. Nein, möchte ich nicht. Komm, spring. Ach komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Och, Menno. Ich will aber auch die blaue Münze da haben. Als Andenken. Reicht das noch nicht? Doch, jetzt dann. Sehr gut. Ich verplemper mal wieder unheimlich viel Zeit. Ja. Zum Beispiel damit daneben zu springen.
Gut, aber jetzt suche ich ernsthaft mal den Pflanzentyrann. Okay, das war auch mehr Glück als Verstand. Da oben ist auch eine blaue Münze. Ich sehe schon wieder überall die Münzen. Was? Okay. Aua! Lass mich... Ah, lass mich hier durch. Nein, ich will nicht noch mehr... Nein! Okay, ich bin ja auf jeden Fall auch falsch. Das ist... Eins ist klar, ich bin hier falsch. An Verpeiltheit heute mal wieder nicht zu übertreffen. Eindeutig. So. Immer da, wo die Schandflecken sind, muss auch der Typ sein. Sollte man sich eigentlich merken können. Na komm, hau mich durch. Aber die Frage ist, wo ist er dann hier? Wo ist er hier? Ich weiß es nicht. Huch. Ich bin gerade etwas ratlos. Muss ich ehrlich eingestehen. Wo soll der Typ hier sein? Oder muss ich hier aufs Dach irgendwo rauf? Ja, komm, ich mach dich sauber. Hui. Zack, bist du sauber. Erzähl mal was. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Toll. Komm, geh auf die Leine. Ich muss hier mal hoch. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist auch egal. Was ist denn hier los? Wo ist er denn jetzt? Da oben ist noch was. Wie komme ich da hin? Am einfachsten ist es... Ich würde hier hingehen. Ah, verdammt. Ich muss hier hoch. Da ist noch ein M. Wie komme ich denn jetzt hier am ein... Hier. Hier. Hier komme ich am einfachsten hoch. Komm schon. Oh Mann. Das muss doch klappen. Komm, komm, komm. Okay, er mag nicht. Er mag absolut nicht. Dann müssen wir das von hier machen. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Komm, geh hoch. Natürlich noch ein Koller hier. Okay, erstmal wieder Wasser holen. Kann er das hier nicht auffüllen? Ach komm. Jetzt willst du mich aber doch verarschen, ne? Ich glaube aber, wir kriegen auch, wenn wir die Düse hier aktivieren, kriegen wir ein neues... Ja! Habe ich noch richtig in Erinnerung. Kriegen wir ein neues Water. Der rennt hier im Kreis. Ja, ich kann es verstehen. So, jetzt muss aber hier endlich mal was vorangehen. Ja. Gut, dass ich es erwähne und es nicht klappt. Nein, 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 nein. Okay. Jetzt bin ich schon mal hier. Hier sein ist schon mal gut. Nein, das war jetzt auch nicht so gut. Ach ja. Wenn es nur so klappen würde, wie ich das will. Nein. Es möchte aber nicht so klappen. Okay, gut, 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 gut. Hätten wir das geschafft. Auf den anderen Turm. Bin ich hier richtig? Sieht so aus. Wow. Na komm schon. Das wird hier ja richtig anstrengend noch. Dann wollen wir den mal sauber machen. Sofern möglich. Komm, komm, komm. Gut, er ist sauber. Komm. Sag was.
Cool, du hast mich gerettet, vielen Dank. Toll. Oh nee, da ist doch der Spacko. Lass mich raten, ich muss hier runter. Nein. Okay, ich musste da überhaupt nicht runter, ich musste den wahrscheinlich mit Wasser besprühen. Muss ich jetzt wieder von ganz von vorne machen? Och nö. Oh Gott. Na gut. Ich weiß immerhin, wo er jetzt ist. Ich weiß, wo er ist. Die blauen Münzen habe ich auch alle, die werden ja gespeichert, auch zum Glück. Und jetzt sollte das Ganze doch ein bisschen schneller gehen. Vielleicht schaffe ich den auch noch in dem Part. Ich hoffe es doch. Ich will das jetzt nicht weiter auf zwei Parts ausdehnen. Du. Ja, ja, ist schon gut. So, zack. Yippie! Ach ja. Gut. So bahnen wir uns unseren Weg. Rüber zu dem lustigen Haus schon wieder. Na komm, das muss halten, das muss halten. Sehr gut. Komm. Alter, er glitscht sich hier durch, ne? Scheibenkleister. Komm, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Ja. Sehr gut, vorzüglich. Trefferzeil. Gut. Hierher. Da oben ist noch ein blaues Münzchen. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Komm, komm, komm. Alter. Oh, war das knapp. Diesmal machen wir es richtig. Treffe ich den überhaupt von hier? Anscheinend nicht. Lol. Ich muss die wirklich... Ach so, lol. Wasser hilft nicht immer, wenn es sich bewegt. Lol, wo ist denn der? Komm, ihr Spider-Schweine-Piggies-Dinger. Wo geht denn der hin? Ah! Was macht denn der? Autsch. Kotzt du nicht schon wieder alles voll, ey? Och nö. Wo ist denn der? Jetzt fliegt der da runter. Ich muss hier hoch. Sehr gut. Oder stürzt der von automatisch ab? Achso, das reicht auch so. Komm, kotz ein bisschen. Mach deinen Mund auf. Ja, ich würde nur sagen, Bossprinzip ist das gleiche geblieben. Ist jetzt auch nicht so schwer. Eigentlich. Eigentlich soll es gar nicht so schwer sein. Muss mal gucken derweil. Wo geht er hin? Andere Posi. Eine andere Position. Er rennt. Er rennt, sage ich schon. Ich meine, er fliegt natürlich hier hinter.
Ah, du hältst dich eh nicht mehr lang, mein Freund. Ich sehe das. Wird nämlich schon nichts mehr, du wirst immer schwächer. Was ist denn das hier für eine Düse? Eine silberne Düse. Och nö, jetzt war ich zu langsam oder wie, oder? Na komm, Kamera, dreh dich. Wo ist er denn schon wieder? Ich sehe ihn gar nicht. Wow. Ja, das finde ich jetzt aber gar nicht in Ordnung. Wow. Wo ist denn das Ding? Diesmal hoffentlich nicht. Komm. Mach den Mund auf, mach den Mund auf! Schnell! Ja, sehr gut. Was willst du eigentlich von mir? Blödes Ding. Du blödes, blödes Ding. So, ich denke mal einmal noch und dann hat sich hoffentlich die Sache gegessen. Wo fliegt er denn? Ah, kotzt du nicht hier so rum? Kannst du nicht machen. Du, dein blöder Wirbelsturm hier. So. Letztes Mal. Hoffentlich. Zack. Ja. Letztes Mal. Ah. Komm. Haut ab. Wie? Ah, da ist der Stern. Gut, gut, gut. Die Insignie. Insignie? Wahrscheinlich hier vor. Ach ja. Oh yeah. Insignie Nummer 9. Sehr gut. Dafür haben wir jetzt den ganzen Part gebraucht. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn? Hä? Hilfe. Okay. Ich bin etwas verblüfft. Was willst du denn? Komm, erzähl nochmal. Das können wir nochmal machen zum Schluss. Und Meister Mario, die Prinzessin. Schon wieder oder was? Ach nee. Na gut, dem widmen wir uns im nächsten Part. Schau mal, was das für ein U-Boot war, aber wie wir schon gehört haben, wird die Prinzessin wahrscheinlich wieder entführt und wir müssen sie retten. Ja. Ich würde sagen, macht's gut, bis dahin, haut rein.